Ja, hallo meine Freunde. Das nächste Gehäuse. Ja, ihr habt's gelesen. Be Quiet Pure Bass 500 Black Window. Ja, ein wunderschönes Gehäuse. Ja, also erstmal schauen wir uns hier die Front an. Hier ist noch ein Aufkleber drauf. Ja, das heißt, den machen wir mal ab. Darunter versteckt sich nämlich ein wunderschöner silberner Aufschrift mit Be Quiet. Ja, die Ecken sind schön abgerundet, das seht ihr hier. Und ich hoffe, ihr seht das. Die Front hier vorne ist geschlossen. Wir haben hier eine Alu-Optik, ist aber Kunststoff. Ja, also kein Aluminium, aber Kunststoff. Aber sehr schön, bin ich der Meinung. Vor allen Dingen, was ihr nicht seht, sind Fingerabdrücke. Ja, finde ich immer ganz gut. Ja. Meisten Gehäuse, da bist du schon hier und da am Putzen, wenn du zusammengebaut hast oder wenn du überhaupt dran bist. Ja. Hier hat man das eben nicht an der Front. Das ist also wirklich sehr schön. Hier unten auch abgerundet. Also macht mir eigentlich von der Front her einen sehr schönen Eindruck. Wir haben an den Seiten hier schöne Öffnungen, damit auch Frischluft zugeführt wird auf beiden Seiten. Hier unten haben wir noch eine Öffnung, auch ganz gut. Also für Frischluft ist eigentlich gut gesorgt. Wenn wir uns das Frontpanel anschauen hier oben, auch hier abgeschrägt. Das heißt, wenn man sitzt und hat es neben sich stehen, man sieht die Anschlüsse, man braucht nicht aufstehen. Ihr wisst, ich hasse das, wenn man so ein Gehäuse hat und das ist so groß und man muss dann von oben irgendwie einstecken. Ja, also ich liebe das immer, wenn es irgendwie von vorne, von unten, von der Seite oder wenn es wie hier so abgeschrägt ist und vor allen Dingen, wenn es nicht so groß ist. Ja, und wenn wir mal anschauen, was haben wir hier an Anschlüsse? Wir haben zweimal USB 3.0, wir haben einen Powerschalter und wir haben hier Kopfhörer und Mikrofon. Reicht aus. Für die meisten bestimmt, bin ich der Meinung. Ja, das heißt, sehr schön clean auch. Ja, wenn wir uns hier oben den Deckel anschauen, da haben wir hier oben einen abnehmbaren Deckel. Ich zeige euch den mal. Schön ist natürlich, der ist mit Dämmung hier hinten nochmal offen. Das heißt, wenn man jetzt hinten einen Lüfter einbaut, dass der auch hier die warme Luft noch austreiben kann. Will man mehrere Lüfter oben verbauen, ist auch noch ein Extrafilter dabei, also ein Mesh. Den kann man nämlich dann hier austauschen mit dem geschlossenen. Dann gibt es hier einen kompletten Staubfilter. Ja? Dann ist das schön offen, man kann die ganze warme Luft abziehen. Ja, also kann man tauschen. Der ist hier im Gehäuse noch drin, gucken wir uns gleich an. Also für jeden eigentlich was dabei. Und ich muss euch dazu sagen, ich habe mich für das Gehäuse entschieden, weil ich habe ja in letzter Zeit sehr oft wieder Wasserkühlung, viel mit RGB, einmal wieder ohne RGB und so weiter. Und ich habe lange überlegt, was könnte ich nochmal zeigen. Und ich habe gedacht, dass ich vielleicht mal zeige demnächst, dass man sich auch hier so einen ganz normalen Alltags-PC bauen kann. Ja, also jetzt kein Gaming-Rechner, sondern so einen alltagstauglichen PC, der aber auch wirklich alles kann. Ja, lasst euch überraschen, ja, das ist das erste Produkt wieder dafür und es wird die neueste Technik sein, wie gesagt, die neueste Sache, die raus ist und ja, einfach angucken, ne, Abo dalassen. Und dann verpasst er das nicht. Also wie gesagt, das Gehäuse gefällt mir persönlich sehr schön. Die Abmaße gefallen mir gut. Ja, klar könnte man jetzt auch sagen, okay Kalle, da kann ich auch ein kleineres Gehäuse nehmen. Es kommt ja immer darauf an, vielleicht will man später mal nachrüsten. Vielleicht will man später sagen, okay, ich zock doch hier und da oder weiß ich. Also, das ist ein Gehäuse, wo ich sage, ein Allrounder. Ja, man kann das hier jetzt hier oben geschlossen lassen, ja, und macht hier so einen alltagstauglichen PC draus, und wo man sagt, okay, der kann unten stehen, der kann oben stehen. Ich kann ein bisschen RGB reinmachen. Das ist auch, muss ja nicht jetzt nur immer ein Gaming-PC mit RGB ausgestattet sein. Es kann ja auch mal so ein ganz normaler PC sein, ja, den man sich da hinstellt für alle möglichen Dinge, die man macht und sagt, okay, ich will aber auch was Schickes haben, ja, und ich will auch ein bisschen RGB, ne? Und das kann man hier machen durch dieses Seitenfenster. Das Gehäuse gibt es natürlich auch geschlossen, ja, aber ich habe mir gedacht, na, noch scharf, ich habe mir gedacht, ja, ist sowieso ein bisschen getönt, ja, und da kann man natürlich auch hingehen. Ich hatte meine Kamera heute.
Hat die keine Lust hier? So. Dann kann man natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich nehme ein Fenster und kann es aber immer wieder variieren. Darum, lasst euch überraschen. Also ich habe hier wirklich was ganz anderes mal vor. Und darum, ja, ist es mit Glasscheibe, ganz wichtig. Wir haben hier 4 Rändelschrauben. Ja, und die Abmaße, normalerweise sage ich ja immer, ihr könnt euch das anschauen. Ja, schaut euch das Gehäuse an. Den Link setze ich ja immer unten rein. Wer es aber jetzt schon mal wissen möchte, wir haben hier Abmaße. Ich sage jetzt mal so die Zirka-Maße. Höhe sind 46, Breite ist 44, sagen wir 45. Und die Höhe haben wir gehabt, ne? Die Höhe 46, genau. Und die Breite, da haben wir hier insgesamt ja, 24, 23,5. Also haben wir schon mal wirklich von den Abmaßen her, bin ich der Meinung, absolut top. Ja? Was hier aber auch reinpasst in dem Gehäuse, ist von Mini-ITX bis MATX bis ATX. Ja, gibt nämlich Leute, die sagen, nee, diese MATX, nee, die gefallen mir nicht, wenn, dann muss es schon ein ATX-Board sein, ja, auch wenn man vielleicht gern Gaming-PC möchte, aber ich will WLAN, ich will Bluetooth, ich will einen vernünftigen Audio-Chip und so weiter, es soll schon ein bisschen was, ja, Gutes sein. Und darum habe ich mich dafür entschieden, weil ich das Gehäuse dafür absolut toll finde. Wenn wir uns hier hinten mal anschauen, wir haben hier einen vorinstallierten Purewings 2 und das ist ein 140 mm, der ist vorinstalliert, kann man ruhigen Gewissen drin lassen, kann man doch tauschen, wie man das eben möchte. Ja. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erweiterungslot, schön mit Rändelschrauben zum Rausschrauben, nicht zum Rausbrechen. Ja. Das heißt, sollte ich mal irgendwann vielleicht sagen, okay, jetzt haue ich mir da noch irgendwie eine Grafikkarte. Grafikkarten sind wieder günstigere da, relativ gute, so für 200-300 Euro vielleicht. Dann kann man ja immer noch sagen, okay, macht man sich eine Grafikkarte rein. Wir haben hier hinten so eine Blende, die ist natürlich mal wieder sehr fest, die Schrauben, aber das ist einfach, das Ganze wird ja maschinell gemacht, darum sind die am Anfang immer etwas straff. Dann kann man das rüberschieben, losschrauben, reinsetzen, man kann auch eine zusätzliche Audiokarte reinmachen und so weiter, ja, wer sagt, ja, zocken tue ich nicht, aber Musik hören, ja, und, da will ich schon vielleicht sogar irgendwie nochmal mit einer Soundkarte das Ganze unterstützen, hast du hier wirklich dann die Möglichkeit, weil du hast genug Platz, ja, und wenn du ATX hast, hast du genug Plätze, ja, PCI-Plätze, wo du solche Sachen unterbringen kannst. Zusätzliches USB-Teil, zusätzliches M2-Teil, ja, was über PCI geht, wenn du sagst, okay, auf dem Board habe ich jetzt nur vielleicht 2 M2, das ist mir zu wenig, ich will noch 2 zusätzlich, kannst du hier alles machen. Netzteil wird von hier hinten mit dem Rahmen, ja, das heißt, den Rahmen machen wir los und der ist auch jetzt mal locker, das ist schön, ja. Die Schrauben halten von alleine. So, dann kommt der Rahmen ans Netzteil, mit dem Netzteil hier reingeschoben. Ja, das Schöne ist, hier ist auch nochmal eine Entkopplungsdichtung. Ja, auch nochmal ganz wichtig fürs Netzteil. Ja, hier unten sind auch nochmal Gummifüße, auch nochmal ganz wichtig. Das Netzteil ist also damit schön entkoppelt. Ne? So, dann haben wir hier die Seite schon mal. Wir können auch hier hinten einen 120 mm Lüfter reinmachen. Ja, wer sagt, ich habe jetzt doch schöne 120, kann man natürlich hier tauschen, kann man 120er. Dann machen wir mal hier die Seitenwand auf. Ja, das heißt, auch hier halten die Schrauben von alleine. Dann zieht man da ein bisschen dran und wenn wir uns das hier anschauen, schaut mal hier, Be Quiet typisch mit Dämmung. Ja, das Ganze soll ja vielleicht schön leise sein. Ja, gerade wenn man viel damit arbeitet, für zu Hause, Office, egal was man damit macht. Ja, und dann soll das Ganze trotzdem schön leise sein. Da haben wir die Seite hier auf jeden Fall schon mal gedämmt. Schöne Dämmmatte drauf. Das Ganze ist auch schön stabiler Stahl, sage ich immer. Wir haben hier eine große Schiene. Wir haben Haken, die einhaken. Das Ganze ist also auch richtig schön stabil und hält auch sehr gut. Dann haben wir die Seite offen und hier sehen wir jetzt schon mal, da hängt der Staubfilter für oben. Ja, den können wir dann hier abmachen. Und das Ganze, wie gesagt, kann man dann
Ne? Kommt ja immer drauf an, was man verbaut, ja, oder vielleicht auch später mal. Ne? Dann kann man das Ganze hier nämlich tauschen. Und dann kann man hier oben im Deckel, genau, kann man dann einfach hingehen und tauscht das geschlossene Teil hier, ja, mit den hinteren Öffnungen, ganz einfach gegen den Staubfilter hier aus. Das Ganze sieht immer noch super nett aus. Jetzt haben wir hier schön offen. Jetzt kann warme Luft nach oben entweichen, Frischluft von hier vorne rein. Also meines Erachtens absolut perfekt. Gut durchdacht auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, beide Teile sind dabei. Ja, und wenn man einfach sagt, nö, mein Rechner hat ja gar keine Grafikkarte und so weiter, so warm wird es dem gar nicht. Ja, dann machst du das geschlossene Teil drauf und wenn du später sagst, okay, jetzt will ich doch mal eine Grafikkarte. Grafikkarten sind wieder toll im Rennen. Da gibt es wieder was. Da kannst du immer noch tauschen. Also die Möglichkeit hat man. Ja, gibt eben Gehäuse, die haben das nicht. Hier hat man das. Ne? Dann haben wir hier ein Bracket hängen für 2x2,5 Zoll Festplatten, 2 SSD, ja, und so weiter. Ja, können wir hier abnehmen, die SSD draufschrauben. Haben wir schon mal 2 Festplatten untergebracht, ja, 2 SSD, 2,5 Zoll. Ne? Klar, SSDs sind eigentlich schon relativ günstig geworden, ne? Und ich finde besser vielleicht wie HDDs. Ja? Aber wir haben auch hier unten, ihr seht es gleich, auch noch für HDDs 3,5 Zoll Festplatten auch nochmal 2 Einschübe. Ne? Also das Gehäuse bietet wirklich sehr viel Platz. Ja? Gerade wer sagt, okay, ich zock nicht, aber ich habe viele Daten und ich muss viel Bilder oder Bildbearbeitung, egal was ihr machen wollt, ja, hier hast du Platz für 1, 2. Hier an dem Bracket, ja, das kann man nämlich auch noch mal lösen hier oben mit einer Schraube, gehen nämlich auch noch mal und dann auch nach innen noch mal 2x2,5 Zoll. Ja, da gibt es natürlich auch mittlerweile SSDs, die sogar beleuchtet sind und so weiter, die vielleicht einen schönen Aufkleber haben oder ihr macht euch selber da was oder lasst euch da was machen. Ja. Zum Beispiel der Pet, ne, wer bei Facebook weiß, der kennt den, der macht viel mit Lasersachen und so weiter, der macht auch so Abdeckungen für SSDs, sieht richtig klasse aus mit RGB und, habe ich schon öfters mal gezeigt. Ja, die Seite kann ich auch gerne nochmal verlinken, wenn ich es vergesse, erinnert mich dran, dann setze ich den Link nochmal rein von ihm und der macht wirklich tolle Arbeiten. Ja, das Schöne ist, hier haben wir auch nochmal so einen schönen Aufschrift. Be quiet. Jetzt haben wir hier eine große Öffnung. Jetzt können wir hier unsere Kabel alle in Ruhe verlegen. Ja, 24 Pin und so weiter, Lüfterkabel, alles was wir brauchen. Wir haben hier oben schöne Durchreichen. Wir haben auch einigermaßen viel Platz, fast 3 cm Platz hier hinten für Kabelmanagement. Wir haben überall schöne Haken, wo wir das Kabel auch schön... Und wir haben hier, seht ihr ja, schon vorinstallierte Klettkabelbinder, sage ich mal dazu. Ja, das heißt, wir können das Kabel hier ruhig mit dazu nehmen. Die sind lang genug. Ja, die sind jetzt nur ein paar Mal aufgewickelt hier. Die sind aber lang genug, so dass wir da auch noch jede Menge Kabel drunter kriegen. Und wenn ihr eure Kabel dann verlegt habt, ja, dann setzt ihr einfach hier das Bracket wieder rein. So, dann wird das wieder fest. Halt, Kabel vorher rausnehmen. So, ja, und dann einfach wieder reingesetzt und angeschraubt. Ne? Mal gucken, ob ich die Schraube erwische. Aber, so. Ja? Und jetzt ist das Teil wieder schön fest. Ihr habt 2 SSDs. Die Kabel gehen hier und hier rein. Ja? Das heißt, die sieht man dann auch von innen nicht. Schön aufgeräumt, schön sauber. Absolut top. Ne? Und hier haben wir die ganzen, was heißt die ganzen? Ja, hier ist ja nicht viel. Wir haben dann hier die Frontanschlüsse. Das ist einmal der USB 3.0. Ja? Dann haben wir hier einmal HDD-LED und Power. Ja, mehr haben wir nicht. Wir haben Power-LED, Entschuldigung, und Power-SW, das heißt der Power-Schalter. Wir haben keine HDD-LED mehr. Viele mögen das gar nicht. Sie sagen immer, das flackert mit so viel und so weiter und so fort. Will ich gar nicht. Ne? Soll einfach vorne schön clean bleiben. Wer jetzt sagt, der Power-Knopf muss auch nicht unbedingt beleuchtet sein, ja, wer das nicht mag, der braucht einfach die 2 hier nicht anschließen. Power-LED. Ja, schließt er die einfach nicht an.
und dann bleibt euer Powerknopf auch aus. Ne? Ja, ich habe das schon mal öfter gesagt, nee, das blendet mich, das will ich gar nicht, kann man das nicht ausmachen. Ja? Soviel ich weiß, kann man das sogar auf manchen Boards sogar ausschalten. Ja? Wenn nicht, dann schließt ihr einfach die zwei hier, die zwei einzelnen nicht an und fertig. Dann habt ihr hier nur euer Powerkabel eingesteckt auf Power SW und dann haben wir hier zwei Kabel und einmal für den HD Audio. Ja? Ich finde, hier hätte man jetzt wieder schön schwarze Kabel nehmen können. Ja, aber wie gesagt, ich habe das jetzt glaube ich schon oft genug gezeigt, dass man das mit ein bisschen Schrumpfschlauch hier wirklich sehr einfach lösen kann. Oder ich habe es ja sogar schon gezeigt, dass man mit dem Edding ein bisschen schwarz machen kann. Ist auch okay. Ne? Gerade wenn man sagt, okay, das Fenster, man sieht das vielleicht, ich mag das. Ja, da kann man es immer noch machen. Ne? Ich verstehe nicht, dass die das immer noch machen in Bund. Ja, manchmal unbegreiflich. Ja? Darum ist natürlich bei so einem Gehäuse mit Fenster, würde sich das wirklich mal anbieten. Ja? Einfach nur in schwarz und fertig. Ne? So, dann haben wir hier unten den HDD-Käfig. Auch hier halten die Schrauben. Also bis jetzt haben wir keine Schrauben, die wir irgendwie auf Seite legen müssen, sondern die halten. Braucht ihr den Käfig nicht? Einfach raus damit. Habt ihr mehr Platz für euer Netzteilkabel und so weiter? Ja, könnt ihr hier richtig schön eure ganzen Kabel noch verstecken und so weiter. Viele haben vielleicht ein Netzteil, was nicht modular ist. Und alle Kabel, die man nicht braucht, müssen ja irgendwo hin. Ja, da hast du hier eben Platz genug. Ansonsten passen hier zweimal 3,5 Zoll Festplatten rein. Ja, HDDs. Hier haben wir dann noch ein bisschen Zubehör. Nehmen wir auch direkt mal raus. Der ganze Käfig ist aus Metall. Wir haben hier Gummientkopplungen, das heißt, dass die Festplatten auch noch mal schön entkoppelt sind. Ihr wisst, gerade die HDDs, es ist meines Erachtens so mit noch die, was am meisten Geräusche erzeugt, ja, sind eigentlich die HDDs. Bei mir auf jeden Fall. Weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir auf jeden Fall. Ja, darum, die sind schön entkoppelt, also wunderbar. Wenn ihr nicht braucht, raus damit. Ja. So. Dann haben wir das auch schon mal. Wir haben hier unten auch noch mal einen Staubfilter sitzen. Ja? Der kommt aber aus der Front. Den ziehen wir einfach hier vorne. Ich zeige es mal hier so. Ja? Den können wir rausziehen. Dann haben wir über die gesamte Bodenfläche auch noch mal einen Staubfilter. Das heißt also Staubfilter unten. Wir haben Staubfilter oben. Ja? Wir haben hier an den Seiten Staubfilter mit drin. Auch ganz wichtig. Ja? Und schön ist natürlich, dass man den von vorne rausziehen kann. Ja, kann man zwischendurch mal rausziehen, mal sauber machen. Ja, ist gar nicht verkehrt. Ja. So, haben wir also auch. Ja, ich würde sagen, ich ziehe mal jetzt die Front ab, weil hier haben wir jetzt soweit alles. Wie gesagt, viele Durchreichungen. Ja, die hier kann man abmachen, dieses Kabelgedöns, das mag ich hier nicht. Diese ist nur bei der Herstellung dran, die kann man abmachen. Ja, holt ihr euch hier noch ein paar Klettschlüsse, wenn die nicht reichen. Vielleicht haben wir noch ein paar dabei. Ansonsten normale Kabelbinder. Mal gucken, was hier im Zubehör, vielleicht ist im Zubehör auch noch ein bisschen was dabei. Gucken wir mal direkt rein. Was haben wir hier? Ist nicht viel drin. Ein so ein Tütchen. Ja, und hier sind noch schöne Kabelbinder drin. Hier sind die Mainboard-Schrauben drin. Hier sind die Festplattenschrauben drin. Und das war's. Und ein kleines Schlüsselchen für die Mainboard-Trays. Kommt ja immer drauf an, wenn ihr Mini-ATX, MATX-Boards habt, da müsst ihr die versetzen. Ja, dafür ist hier so ein Schlüsselchen. Da kommt dann so ein Kreuzschraubendreher. Ja, und dann kann man das Ganze damit lösen und wieder an andere Stelle reindrehen. Also, praktisch, schön. Mehr braucht man eigentlich nicht. Alles andere würde rumliegen. Ja, also wirklich. Auch das ist okay. Dann ziehe ich jetzt mal hier die Front ab. Das heißt, wir greifen einfach hier drunter. Ja, stellen es irgendwo stabil hin. Ziehen mal kurz dran. Und dann ist das Ganze schon lose. Ja, ne, knickt nicht mit einem Ruck nach oben weg. Nur ein bisschen lösen. Und dann könnt ihr das Ganze abziehen. Ja, sonst brecht ihr euch nachher hier irgendwelche Häkchen ab. Ne, das wäre auch nicht schön. Ja, und wichtig ist hier auch nochmal gedämmt. Das heißt, die Front ist gedämmt, mit keine Geräusche, silent ist bei Be Quiet ja immer groß geschrieben. Hier seht ihr schon den Staubfilter, ja, ich halte das mal so, da seht ihr es. Ja, also von unten Staubfilter, von der Seite Staubfilter,
Ja, also alles wirklich absolut durchdacht. Kann man auch rausnehmen, einfach hier rüber drücken, kann man die auch rausnehmen, auswaschen. Also wirklich absolut toll. Was ich toll finde hier, dass das Ganze nochmal gedämmt ist, dass man hier wirklich einen absolut leisen Betrieb machen kann. Ja, also legen wir die Front auch mal auf Seite, dann haben wir die auch schon lose. Und dann sehen wir hier vorne schon den nächsten Lüfter. Ja, auch hier ein 140er vorinstalliert. Ne? Sind 3-Pin-Lüfter, kann man aber über die Voltzahl wunderschön regeln. Ja, schön im BIOS eingestellt, hast du hier wirklich einen super schönen Betrieb. Ja, wir gucken mal gerade in der Beschreibung, was können wir alles an Lüfter verbauen. Ja, wir können also in der Front können wir 2x140 oder 3x120. Also wir können jetzt noch einen zweiten 140er dazu machen oder wir können auch 3x120 hier reinmachen. Wunderbar, hast du schön Frischluft durch das ganze Gehäuse. Ja. Hier oben können wir noch 2x140 machen. Und genau, oder 120, 2x120, 2x140. 2x140, 3x120. Und hinten, wie gesagt, entweder den 140er lassen oder den 120er. Das haben wir hier an Lüfterplätze. Wer es wissen möchte für Radiatoren, wer hier natürlich einen kleinen Gaming-PC sich bauen möchte mit einer Wasserkühlung, ja, wir können also hier oben eine 120er, eine 240er. Wir können in der Front 120, 140, 240, 280, 360er Radiator passt hier rein. Sehr schön. Oben haben wir gesagt 120, 240 und hinten nochmal 120, 140. Also das haben wir an Lüfter- und Radiatorenplätze auch eigentlich ausreichend. Ne? Und dann gucken wir uns hier die Seite an, das heißt wir machen das Seitenteil ab. Ja, das sind sogenannte Rändelschrauben. Die sind auch nochmal hier mit einer schönen Gummidichtung. Gucken wir mal meine Kamera. Ja, jetzt macht es mal endlich direkt scharf. Ja, also nochmal eine schöne Gummidichtung drunter. Und mein Tipp ist immer, die müssen nicht angeknallt werden. Ja, dann kann so eine Scheibe brechen. Viele habe ich jetzt schon gehabt, die haben dann gesagt, nie wieder Glas und weiß ich und sind stinkend sauer. Ja, ihr müsst euch vorstellen, es ist Glas. Die Schraube muss einfach nur, das ist kurz. Die müssen nicht anknallen. Ich hasse es immer, ja, wenn manche da alle Schrauben andrehen, als gäbe es keinen Morgen, als würde sich da irgendwas lösen. Da müsst ihr wirklich keine Angst haben. Ja. Dreht die einfach mit der Finger rein, ja, fest und dann ist gut. Ja, da müsst ihr nicht nochmal mit einem Schraubenzieher hinterher oder so. Ja, das braucht man nicht. Ich habe da jetzt keine Hand dran gehabt, aber haltet bitte auch hier, wenn ihr die löst, alle 4 Schrauben eine Hand dran. Dann kann man die Glasplatte nämlich abmachen. Ja, und ihr seht, die ist ein wenig. Hier ist noch Folie drauf. Ja, also nicht denken. Ja, also jetzt seht ihr, ja, also da ist ganz, jetzt leuchtet die Lampe, ganz minimal ist da eine leichte Tönung. Ja, aber ich, das ist noch okay. Ich finde das sehr gut, ne? Dass die nicht so stark getönt sind. Ne? Und ja, stelle ich auch mal auf Seite. Und dann sehen wir hier den Innenraum. Also wie gesagt, hier passt dann wirklich alles rein, was das Herz begehrt. Vorinstalliert ist immer für ATX die Mainboard-Schrauben. Hier haben wir auch in der Mitte so einen kleinen Pin. Das heißt, das Board hält dann schon mal, ja, wenn man es einbaut. Und dann kann man in Ruhe, ohne dass das immer runterkippt oder runterfällt, schon das Board in Ruhe die anderen Schrauben reinmachen. Ja, außer in der Mitte, da braucht man dann keine. Das heißt, wir brauchen hier bei ATX nur 8 Schrauben. Ja. Und ihr seht hier die Seite, da ist dann hängen entweder Festplatten, wenn ihr wollt, könnt ihr auch so lassen. Ja, kommt immer darauf an, was ihr an Festplatten verbaut. Nachträglich kann man die immer noch einbauen und sagen, okay, jetzt habe ich mal günstig eine Festplatte bekommen, eine 2,5 oder eine SSD, dann baut man sich dann noch nachträglich eine ein. Auch nicht verkehrt. Hier haben wir so ein Wadengitter, auch sehr schön. Ja, das heißt also, wir haben hier auch nochmal Luft für die Festplatten, Luft fürs Netzteil. Ja, also auch das ist nochmal ganz toll. Wir haben hier hinten schöne Durchreichen, ja, für die ganzen Anschlusskabel, USB 3.0, USB 2 und was man alles hier durchstecken kann. Ja, USB 2 haben wir hier nicht, genau. USB 3, ja, den Power,
SW und den LED, Power LED und hier den HD Audio. Ne, den können wir hier schön durchführen. Ne? Also eigentlich schöne große Öffnungen, dass das auch alles sauber verlegt werden kann. Ne, wie gesagt, zwei Lüfter sind vorinstalliert, hier oben ist noch keiner. Ne, da müsstet ihr euch dann noch entweder noch hier so ein Pur Wings 2 nochmal nachbestellen. Die sind auch nicht sehr teuer, sind aber wirklich absolut toll. Kann man wirklich super leise, ja, und 140 mm, die bringen natürlich auch richtig Luft. Ja, die bringen natürlich mehr Luft wie so ein 120er. Ne? Darum, ich finde die 140er gar nicht verkehrt. Ne? Dafür muss aber auch so ein Gehäuse das hergeben. Ich habe ja in letzter Zeit sehr oft Gehäuse gezeigt, wo fast nur 120er reingingen. Ne? Ja, also da, hier hat man das schon ein bisschen besser. Ne? Und ja, meine Freunde, das war's eigentlich. Wir haben das Ganze hier nochmal mit Gummi entkoppelt, die Glasscheibe. Also darum sage ich, ganz wichtig, knallt euch die nicht da an, als gäbe es kein Morgen. Ja? Und dann passt das auch. Ne? Und wenn wir uns hier unten mal anschauen, den Staubfilter haben wir schon gesehen. Wir haben vier. Schmutzig. Mein Tisch muss ich mal sauber machen. vier große Gummifüße, die auch gut halten. Das Ganze hat einen guten Stand dann auch noch dabei. Also ein tolles Gehäuse. Ja, und wie gesagt, wenn es euch gefällt, ich finde auch den Preis absolut okay. Ja, schaut mal, ich sage immer, Preise ändern sich. Müsst ihr mal gucken, wie es zurzeit im Preis ist. Gibt es auch verschiedene Ausführungen. Ja, also wer es dann doch in weiß möchte, weiß ich gar nicht, gab ja weiß und schwarz war, glaube ich, ne? Ja, und dann das andere war das DX von Be Quiet, ist aber auch sehr gut. Ja, das gibt es dann auch noch mit ein bisschen Rotakzente, mit LED vorne. Ja, müsst ihr mal auf der Be Quiet Seite gucken, ich verlinke euch das mal. Also gehäusemäßig habe ich ja nun schon viele Be Quiet Gehäuse gezeigt und ja, die waren eigentlich immer top. Also ich hatte da wirklich nichts auszusetzen, muss ich sagen. Ja. Das letzte sogar noch einer, der hat sich jetzt das 900er, ja, und wollte dann oben doch ein 360er. Und da ist, wenn du Laufwerke reinmachst, also DVD-Brenner oder Blu-ray-Brenner und so weiter, DVD-Laufwerk, dann wird das hier oben bei einem 360er sehr knapp. Ne? Da hat er mich nochmal gefragt, ob das auch stimmt oder ob der besser doch eine 240er da reinmacht und so weiter. Ja. Also, ne? Ich finde das Gehäuse praktisch, quadratisch, gut. Ne? Kann ich anders nicht sagen. Ja? Also für so, ne, ganz normalen PC sich zu bauen. Ne? Ich habe ja manchmal viele, die gehen dann irgendwie, ja, soll ich mir nicht einen Fertig-PC holen? Man liest das immer wieder, also Teufel komm raus. Ich gebe euch den Tipp, macht es nicht. Stellt euch einen zusammen oder lasst euch einen zusammenstellen. Ich bin immer für jeden da, ja, sei es über Facebook, wo man dann auch notfalls mal Bilder hin und her schicken kann. Ja, ich bin also für jeden immer da. Und stelle euch gerne mal ein System zusammen, ja, immer wichtig, was wollt ihr damit machen, was wollt ihr vielleicht in Zukunft machen und so weiter. Ja, da gibt es immer Möglichkeiten, ne? Da bin ich immer für bereit. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Gehäuse. Sehr schön verarbeitet, viel Stahl, ja, kaum Kunststoff, außer die Front vorne, aber schön mit einer Alu-Optik. Ne? Und ja, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da, wenn ihr das System nicht verpassen wollt. Ja, also es wird ein richtig schönes System werden, aber eben mal ohne, nur mit der CPU-Grafik. Mehr verrate ich jetzt nicht. Und da will ich dann auch mal gucken, was geht eigentlich mit so einer Grafikeinheit der CPU? Was kann man damit alles machen? Kann man damit rendern? Kann man damit Videos schneiden? Kann man damit vielleicht das ein oder andere Spiel doch spielen, nur nicht eben auf, weiß ich, welche Auflösung, ja? Aber ist es machbar? Und das kommt alles jetzt, ja? Das ist das erste Teil, wie gesagt, und lasst euch überraschen. Und wenn ihr Interesse habt, Abo dalassen, verpasst ihr das Ganze nicht, ja? Und was sagt der Kalle immer ganz zum Schluss? Genau, ihr wisst es. Bleibt gesund, meine Freunde, ganz, ganz wichtig. Und tschüss zusammen.